Ah, guten Morgen aus den Dolomiten. Wir haben gerade schon Sportlerfrühstück. Jeder ein bisschen was anderes. Der Martin schaut nochmal wegen dem Wetter. Vicky isst auch schon. Ja, wir hatten eine harte Nacht hinter uns. Nicht hier auf diesem Platz, weil da darf man nicht übernachten. Aber ein bisschen weiter in diese Richtung. Und es hat so gewittert und geschüttet die ganze Nacht. Wir sind alle noch irgendwie erschlagen. Und der ursprüngliche Plan, Lavarella, muss wahrscheinlich leider weichen, weil einfach das Wetter nicht so ist wie angesagt. Hast du schon eine Idee? Ja, schauen wir mal. Da sind wir. Ausgangspunkt für unsere heutige Ersatztour. Jetzt müssen wir noch schnell die Bikes ein klein bisschen herrichten, weil die hat es natürlich über Nacht auch ordentlich eingewaschelt. Und Panorama außenrum kann sich definitiv sehen lassen. Und wir sind nicht ganz alleine beim Treten. Schaut mal, wie geil das Panorama. Ich liebe die Dolomiten einfach. Allein die Pässe sind schon so beeindruckend. Das ist mega. Ich schwenk rüber. Da seht ihr sie. Passo Val Parola. Soeben erreicht. Ich finde es echt so göttlich hier oben. Die alte Stellung, die ist umgebaut zum Museum. Einfach geil. Da hinten seht ihr die Marmolata. Da waren wir gestern. Sieht so nah aus, aber ist gar nicht so nah. Das ist einfach so cool hier alles. Hammermäßig. Und jetzt auch die Stellung, wie sie die hergerichtet haben. Schaut mal. Wahnsinn, oder? Die hat was mitgemacht. Ja, aber jetzt schaut sie wieder richtig cool aus. Richtig gut. Und damit. Ja, aus dem Bilderbuch. Jetzt fährt gerade die Gondel über uns drüber. Süß. Die ist relativ klein. Die Gondel, die ihr gerade gesehen habt, war die Lager Zeu. Da fährt sie rauf. Aber da ist leider Radlverbot. Ausweichroute heute. Die geht ein bisschen rauf, runter und dementsprechend geht es gerade wieder bergauf. Und den Martin habe ich erschrocken. Der dachte, es ist irgendwas los, wenn es hinten plötzlich anfängt zum Reden. Tunnel. In der Tunnel, der Dark Tunnel. Ja. Die Auffahrt schon so eindrucksvoll. Das ist echt krass. So, bei uns gibt es gerade schon wieder Jausen. Käse. Salami. Salami. Brot. Da los. Ja, absolut.
perfekt zum Bein. Heißt jetzt gerade wieder Schoner ausziehen, bisschen sauber machen und dann hochtreten auf den Pass. Wobei, der Straße treten ist eigentlich ganz simpel, mag ich gar nicht so ungern. Ach. Ihr seht, wir sind wieder im Uphill. Aber in den Dolomiten ist echt alles halb so wild. Das Panorama entschädigt einfach. Auch dieser Uphill gibt sich gerade wieder ein bisschen, obwohl wir heute ja lauter Short-Uphills haben und eben dann dafür verschiedene Trails. Deswegen seht ihr jetzt auch immer rauf, runter. Aber trotzdem geil. Für eine reine Ausweichroute echt saugut bisher. Was sagt ihr? Schreibt mal in die Kommentare, ob es euch gefallen hat bisher. Da ist noch die Mauer, vermutlich auch vom Ersten Weltkrieg. Das sind ja auch noch die Straßen eben von damals. Hier ist auch alles befestigt. Ich zeige es euch oben gleich noch. Aber das Panorama hier, das ist einfach malerisch. Ich glaube, so schön könnte man sich gar nicht einfallen lassen. Und da oben hinter Martin seht ihr eben dann schon die Befestigungen. Also hier zum Beispiel. So, jetzt ist die Vicky auch wieder da. Schaut mal, was hier alles übrig geblieben ist noch. Wahnsinn, oder? Ist riesig. Da schaut jedes einzelne Bauwerk jetzt immer noch gigantisch aus. Ja. Und so sieht das Panorama dann jetzt hier oben aus, wo wir eben gerade stehen. Und da kommen dann die Stellungen, die habe ich euch ja schon gezeigt. Let you.
geht's wieder rauf. Aber diesmal zum letzten Mal und nur noch ein kleines bisschen. Was nicht fehlen darf in Italien, ist natürlich unser Kaffeeteil. Und die zwei schämen sich jetzt für die Kamera, oder wie? Nein, sondern? Na, wir sind halt gleich wieder am Verarscht. Ach so. Der ist echt, wir warten noch auf jemanden und er hat gesagt, warten. Davor hat er uns aber auch schon verarscht, so ist es nicht. Wenn Martin an- oder ausgelacht, kann man sich jetzt überlegen, weil er ja oben ohne angekommen ist und hier oben ist gar nicht so warm. Der Schneewind gegangen. Was wir für ein geiles Timing hatten. Jetzt fängt es nämlich an zum Regnen. Da sind schon die ersten Spritzer drauf. Und hier wird auch gerade noch schnell fleißig geräumt. Ich verziehe mich jetzt auch mal in den Bus. Auch jetzt heißt es wieder Zeit zum Abwaschen, weil wir sind dreckig und verschwitzt. Aber es ist kalt. Freude? Ja. Da wäscht schon einer fleißig. Siehst du, dass die ganze Freude herumfliegt? Jetzt hockt man wieder da in der Sachsenklemme. Naives Olivenöl. Naives Olivenöl ist der Martin gerade. Dabei wollte er doch Chiliöl. Naja, naives Öl ist auch gut. Welche Pizza schaut am besten aus? Schreibt mal in die Kommentare. Mit welcher würdet ihr gerne tauschen? Oder Diavolo was jetzt? Pizza Martin, Pizza Vicky, Pizza Petra. Und ansonsten hoffen wir, es hat euch... Du hast Dönitz gesponsert, oder? Wieso von Dönitz? Wegen deinen Fleischflecken. Ja.